So, und da geht es direkt weiter. Wir fahren jetzt zum Hans Wurst, zu dem Filmeprofi und werden mal einen krassen Film drehen. Aber easy peasy, wow. Komm schon, nein, 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 nein. Autochen. Oh, du verarschst mich doch jetzt. Gottes Hölle. Dann laufen wir halt den Rest. Was soll der Geiz? So. Scheiße. Was ist ständig durcheinander? Ich sehe keinen Schmarrn. Gottes Willen, das Spiel hasst mich manchmal einfach an solche Stellen. Naja. Ja. Naja. Rai, komm mit. Rai, hier. Achso, halt, ich muss ja hier drauf drücken, glaube ich, genau. Ich will immer in dem Kumis-Menü da den Knilch steuern. Da ist eine Jägerin da unten. Da ist irgendein Vieh. Hinter mir. Don't touch me, please. So. Ah, da ist schon wieder diese gottverdammte Sonne. Jawohl, wir haben eine Herausforderung abgeschlossen. Ja, nice. Es hat sich einfach wieder gelohnt, mit dem Auto festzuhängen. Sehr schön. Was haben wir hier gerade an Dingern frei? 22! Ja, nice. Übrigens, einmal haben wir ins Live gejuckelt. Ich werde jetzt einfach alles voll machen. So, Stück für Stück. So. So rennt es halt bei uns. So rennt es halt bei uns. Was, ist das in einem Bunker drin oder was? Und da geht es ja gleich 8 Kilometer nach unten. Hey! Wie komme ich denn da hin? Aha. Uff. Kann ich da jetzt rein? Ja, sehr schön. Ich habe mal versucht mit dem Bogen zu jagen. Das ist echt schwer. Ja, das stimmt. Da hast recht. Alter, ist das schäg geworden, ne? Schneidet diesen Scheißfilm auch alleine, wenn es sein muss. Das gesamte Team ist abgehauen. Einfach so. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Dasselbe ist Coppola passiert und sieh dir an, wo er jetzt ist. Wir sind die Zukunft des modernen Kinos. Wenn wir nächstes Jahr auf dem Podium stehen, werden diese Arschlöcher bereuen, dass sie an uns gezweifelt haben. Stell dir das mal vor. Die epischste, krasseste Kampfsequenz, die je mit einem Mikrobudget gefilmt wurde. Schreiende Zombies, Blut, Explosionen. Aber mit Herz. Die Szene geht so. Die haben deinen geistig behinderten, blinden Labrador-Welpen getötet und du hast es verraten. Wir sprechen hier über Baseballschläger, Kopfschüsse, Todessprünge, Explosion, Feuer und ein blutiges Bierste-Resistance. Der einzige Haken, das Budget ist schon fürs Licht draufgegangen. Wir können uns keine Extras leisten. Aber, Problem gelöst, wir bedienen uns aus dem lokalen Talentpool. Vor allem bei diesen hirnlosen Weltraumkadetten, die hier rumlaufen. Such ein paar von den Schwachmaten da draußen zusammen und führe sie hierher, damit es endlich losgehen kann. Guy führt dich dann durch die Action. Auf geht's, Baby! Wir filmen Guerilla-Style! Okay, das heißt, wir müssen jetzt die Dinge einsacken. Die Angels. Finde ein paar Angels, wenn das so einfach wäre. Wo finde? Das ist aber nicht einfach. Das ist aber nicht einfach so die Mission, oder? Die sind jetzt hier oben, oder was? Hier irgendwo? Angelinos? Also wir sind auf jeden Fall schon mal richtig hier an der Stelle, ne? Na gut, wie soll ich denn jetzt hier einfach Angels finden? Ich meine, warum sollen die hier rumlaufen? Hier ist kein... Hier ist nirgendwo... Kann ich die Mucke vielleicht anmachen? Hier ist ja nirgendwo Weed oder sowas. Geh mal hoch. Vielleicht ist da unten noch was. Oh, Pfeile. Danke. Oh, Cash. Oder viel Cash. Oh, der war komplett vollgestopft mit Cash. Angels. Ah, wir holen uns jetzt den Hund dazu. Super, keine Hilfe verfügbar. Hier sind keine Angels. Verschissen nochmal. Ist das, die Erkenntnis, die man dann daraus ziehen soll? Dann rennt man halt hier von weg, oder? Was ist da los, hm? Aha. Aha. Hallo. Ist es jetzt schlimm, wenn ich einen Takedown mache? Komm mit. Folgt mir, ich eskortiere euch. Seid ihr auch noch da? Sehr gut. Kommt alle mit? Hm, folgt mir. Kommt schnell. Komm her. Ich hoffe, die anderen kommen auch mit.
Nicht weggehen. Bam! Okay, Kopfschüsse. Au. Töte einen Angel mit Feuer. Ah, warte kurz. So, verbrennen, 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 verbrennen. Das war nicht feurig genug, oder was? Ah! Oh Gott! Pff, Scheiße! Was erzielt einen Tod von oben? Und Explosion. Tod von oben. Hallo? Ja, Moment. Was hat er denn hier stehen, der Geil? Rückenversicherung: Bei den Dreharbeiten für diesen Film kam keine Person zu Schaden. Sie sehen lediglich Spezialeffekte, bei denen Body Doubles zum Einsatz kamen, denen wir den Codenamen Angels gegeben haben. Sie sind zu 100% von jeglicher Abdeckung durch die Menschenrechtskonvention ausgenommen. Dieser Film entspricht sämtlichen Vorschriften der Filmkonvention und so weiter. Hier muss ein Anwalt her, um das juristisch... Ja, ich gehe danach. Ich will jetzt noch einen Tod... Alter, erschreck mich nicht so, das Snitch. What the fuck? Ja. Ja, die haben doch schon. Die haben doch schon gebrutzelt. Gui. So, wo sind sie denn? Hallo? Bye bye. Ja, geil. Bin ich schon fertig hier mit denen? Ja, bin ich. Der rennt da raus, der Lurch. Hat sich einfach eingeschissen. Einer Klappe aufgenommen. Friss das, Pinscher. Einfach genial. Jetzt geh los und betrink dich. Spritze Kuchen oder schnupf M&M's oder was ihr Kids heutzutage eben so macht. Hm? Das hast du dir verdient. Weißt du was? Du hast Guy heute eine wichtige Lektion gelehrt. Geh bei deinen Visionen nie Kompromisse ein. Mag es auch noch so wehtun. Ganz egal, wie hoch der Preis ist. Danke dafür. Das wird Guy nie vergessen. Jetzt verschwinde. Guy Marvel hat ein Meisterwerk zu schneiden. Ist es der Ding? Oh Gott, ist es der Dudelsack oder wie er heißt? Der Stimmakrobat Dudelsack? Kann das sein? Der auch dieses, tut mir leid, die sind behindert. Dieses, ihr kennt schon? Ihr wisst schon? Ich glaube, das ist Dudelsack, oder? Ich glaube, das ist Dudelsack tatsächlich. Oder der andere. Der, wie heißt der? Ist das Dudelsack? Nee. Ach, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn noch so zu erledigen, jetzt wo wir den Guy erstmal erledigt haben? Da oben ist noch was. Gut, dann machen wir das mal direkt. Und übernehmen diesen verkackten Außenposten. Wo ist er? Da vorne. 600 Meter in die Richtung. Alles klar, zwischen uns ist bestimmt noch Wasser. Nö, nee, sehr gut. Jetzt gehen. Haben wir jetzt jemanden dabei? Nee, ne? Wie viele Kills haben wir mit dem Dödel gemacht? 10. Scheinbar reichen 10. Dann nehmen wir jetzt sie mit. Ja. Im Menü. Oh Gott, bin gleich da, es klang wie eine... Hallo. Das klang wie ein Mann. Das soll eigentlich eine Frau sein. Isn't this a woman? Ich würde gerne wie bei Far Cry, wie bei Just Cause, dass einfach den Fallschirm aufmachen können während der Fahrt. Zum Rausdonnern. Abkürzung, versteht sich von selbst. Nein! Ah, shit. So. Ich werde einfach von hier oben so ein bisschen runterhasseln. Ah, da sind Bäume davor. Super. So. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Sie zieht sich um. Okay. Ich ziehe mich erstmal um. Ich brauche mehr Überblick. Ich habe da so einen voll süßen neuen Sweater. Den ziehe ich mal eben an. Damit habe ich mehr Überblick. Ba 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 ba.
Ba-ba-ba-ba-ba. Straight out of hell. Da-da-da-da-da. Hey, bitch! Ow! Oh Gott! Ah, nicht an die Alarm-Dinger gehen, bitte. Danke. Nee, 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 nee. So. Alter, wie, du lagst gerade eben und jetzt liegst du nicht mehr. Ha! King's Hot Springs Hotel. Hab ich da jetzt einen Mann am Start? Das ist doch eine Frau eigentlich, die Patricia, oder? I don't know, da ist es ein Patricia, ja? Oh, ein Fleckshirt, ein Enchain. Oh, lecker. So, gut. Dann haben wir ja alles geschafft, wobei wir hier sicherlich noch voll die krassen... Ja, ich weiß. Jetzt können wir das alte Gebäude als Unterschlupf nutzen, auch wenn die meisten Leute sich das zweimal überlegen werden. Tja, was schon ist. Manche behaupten, es wäre ein Spukhaus. Aber ich habe auf solchen Quatsch nicht viel gegeben. Klingt echt komisch hier drin. Hört das Wort... Papier von einem Geisterjäger. Oh. Durch einen Akt Gottes starben 16 Menschen in diesem Hotel und die wollen mir erzählen, dass es hier keinen einzigen Geist gibt. Klar, das ganze County ist etwas unheimlich. Es ist sogar eine durchgeknallte Sekte, die hier ein paar Geschäfte betreiben. Lustige kleine Kerlchen und Kerlinnen. Das Hot Springs Hotel trifft geradezu vor paranormalen Aktivitäten. Das Ektoplasma manifestiert sich sogar als Nebel. Ich kann nicht glauben, dass noch keiner meiner Kollegen über diesen Ort gestolpert ist. Ich wette, ich komme damit ins Fernsehen, wenn ich die richtigen Leute anrufe. Who am I gonna call? Ghostbusters! In the neighborhood. Who you gonna call? Your bear. Ah, wir haben auch einen Bär dabei. Stimmt, wir könnten auch einen Bär mitnehmen. Guck, es ist eine Frau. Gott, die Geräusche sind ja echt widerlich hier drin. Ey, das ist total spooky, das Haus. Das ist ganz schön tricky, spooky. Spooky, tricky. Spacey, tricky. Wie eklig. Das hier am Rumgeräuschenieren ist. Mach mal den down da vorne. Ja, fisst du den mal. Hast du Mission? Kisten bist du erstklassig losgeworden. Vielleicht kannst du mir auch noch bei was anderem helfen. Kann ich gleich machen, Moment. Ich bin gerade noch am konzentrierten Arbeiten. Ist da niemand, der dir uns helfen kann? Doch. Ich helfe dir doch gleich. Aber ich muss zuallererst ein klein wenig arbeiten. Der einzige Geist, an den ich glaube, ist der Heilige Geist, okay? Wenn es Geister in diesem Hotel gäbe, wären es Heilige Geister, die uns beim Kampf am Hebelin River helfen würden. Ich schwöre beim Vater persönlich, wenn noch einer von euch wegen komischer Geräusche im Hotel rumjammert, schicke ich ihn zurück zu Faden, lass ihn neu einteilen. Angels haben keine Angst vor Geistern, und Angels können wir nie genug haben. Du hast recht. Du hast gerade mal recht. Wir haben einen Schalüssel. Aber wofür? Vielleicht für einen Schall? Hier ist nicht gut. Bin unterwegs. Ja, es ist an. Du machst das echt. Das kennen wir schon. Also zumindest diesen Anfang haben wir. Come on, Dude. Come on. Achtung, nein, nein, nein. Ich wollte die verkackte Tür. Deine Mutter stinkt. Wo habe ich jetzt. Wo kann ich jetzt hier aufschließen? Keine Ahnung. Ja, doch, ich. Gerade wenn man meint, es könnte nicht schlimmer kommen. Halt mich nicht für verrückt, aber. Das ist ein irrer Bär in Lydias Höhle. Die Sekte hat ihre Drogen eingesetzt, um ihn in eine lebende Superbärenwaffe zu verwandeln. Hat nicht geklappt. Und jetzt ist er frei. Er ist wirklich böse und echt stark. Wir haben ein paar Leute losgeschickt, ihn zu töten, aber keiner kam zurück. Ich hoffe, du schaffst es, uns von dem Viech zu befreien. Bitte. Bevor er noch mehr Menschen tötet. Mach ich dir easy die Mission. Die hassle ich dir easy, ganz aggressiv hassle ich dir die hin. Lass mal zu Lydias Hütte. Oh Gott, ist die weit weg? Nö. Nö! Ist hier noch Platz? Nee. Kennt ihr das? Also kennt ihr, ich nehme an, ihr kennt alle Stromberg, logisch. So eine Szene, wo sich so eine füllige Frau sich zu ihm hinsetzen will. Ist hier noch frei? Da guckt sie an und sagt dann so, nee. So voll angewidert. Nee. Ich lebe noch. Moment, eine Notiz. Schmutziger, zerknitterter Brief. Das ist nicht die erste Selena. Du bist nicht die erste Frau, die er benutzt und dann weggeworfen hat. Jahrelang habe ich gehört, dass diese Faith Seed so groß wie ihr Bruder ist und schwarzes Haar hat. Sie sei nicht zu übersehen. Und dann sah ich dich letzte Woche in einem ihrer Trucks mit blondem Haar, das im Winde weht. Und ich habe gehört, wie man dich Faith nannte. Faith. Er glaubt, dass er dich einfach austauschen kann, als ob du keinen eigenen Willen hättest. Gott weiß, wer du bist. Und ich weiß es auch, Selena. Oh, shit.
Hast du das gehört, Anderson? Preppen ist hart. Deswegen mache ich's auch nicht. Hm. Ja, so ist es halt, wenn man reicher ist, ne? Dann ist man halt auch kacke. Im Leben ist man auch ziemlich kacke, wenn man sich nicht durchsetzt als Prepper-Pepper. Komm schon! Ich hatte jetzt voll die Sache versteckt. Oh no. Fall down. Oh she. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich den Schlüssel jetzt benutzen soll oder kann, weil der nirgendwo eine verschlossene Tür war. Wahrscheinlich wäre es für die Tür gewesen, die wir eh aufge... Oh, nee, halt. Hört euch mal diese Sounds an hier drin. Das ist ja echt eklig, oder? Hallo. Das ist schä, gell? Das ist schä, ich weiß. Ist hier vielleicht... Ist hier irgendwas zu, oder? Ach, scheiß drauf, wir gehen. Alle hier reden von dir. Ja, warte doch mal kurz. Kampf den Radios! So, verkaufen. We need to forgive these sakes. So, und dann können wir uns mal ein bisschen eindecken mit Kleidung. Ich weiß, ihr wollt unbedingt, dass ich cool aussehe. Wir können uns hier komplette Outfits holen. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich viel zu faul bin, um irgendwas einzu... Wir könnten auch ein cooler Swagatron sein. Oder ein cooler Megatron. Oder ein Homunculus. Wir bleiben mal bei ihm hier, weil er so ein Suspensorium hier unten hat. Falls wir wieder ein paar Eierschüsse abbekommen. Und die bekommen wir recht häufig ab. Was gibt's denn noch? Achso, das sind dann die einen. Komm, wir müssen unsere Haare machen. Achso. Ja, hat sich erledigt mit den Haaren. Na, das war's, oder? Also waffentechnisch bin ich im Moment sehr zufrieden. Natürlich können wir uns an sich einfach alles so peu à peu kaufen, damit wir die Sachen haben, aber da warten wir lieber noch, bis wir etwas mehr Cash. Faith ist tot. Ja. Ich kann's kaum glauben. Ich weiß, ich war dabei. Weißt du, ich hab die umgebracht. Truller? Kommst du, Truller? Nee, halt so wieder. Geh voran. Die hört sich an wie ein Mann. Von weiter weg hört sie sich an wie ein Mann. Wir fahren jetzt lieber nicht einfach durch die... Ich brauche mehr Überblick. Warte mal kurz. Kapiert, geht klar. Warum ist hier eine Smoke? Hallo, bist du böse? Keine Gnade. I think so. Bye, bye. Fuck, dude. Come on, girl. Gib ihm, gib ihm. Du musst ihm geben. Ah, Hilfe. Warum hilft die mir nicht? Ah, da ist er. Ich bin fast tot. Und sie überfährt einfach noch jemanden. Das ist die Gruppe. She's so fucking creepy, ne? No, no, no. Nicht mich überfahren. Ja, das war sehr knapp. Komm, ich will alles haben. Armstrong, wir haben ein Auto. Voll dem krassen Auto, ey. Look at die, Brie. Look at die. It's like my girl. Komm her. Steig ein! Bye, bye. Halt mal jetzt mit dir. Oh, fuck. Ja, viel Spaß mit dem Bär. Louis Armstrong. Louis. Lons. Boah, Leute, das wird so ein krasser Sprung. Auch wenn ich jetzt wieder Gefahr laufe, das Auto komplett zu zerfissen. Ja, okay, es wird doch. Merkt ihr, wie wir springen? Krass. Krass. Oh, das Ding geht ab. Der zieht. Der zieht mächtig. Der ist ein mächtig. Scheiße. Das ist mächtig jetzt hier. Ach. Der fährt so richtig lecker. Shit. Ausgewichen dem Baum. Alter, krass. Was für ein Teufelskerl. Was für ein Teufelskerl, der das Auto fährt. Ah, lächerlich. Komm schon, komm schon, komm schon. Mehr, schneller, fester, härter. Auf. Wenn ihr noch was hört, das von diesen verkackten Bären. Den hassle ich euch easy weg, den Kerl. Achtung. Ich meine den Bär. Fuck, fuck, fuck. Handbremse. Ah. So. Gut. Komm her, Trill. Direkt hinter dir. Gut. Helf mir, wir müssen sie alle töten. Diese Bären. Warte kurz, damit ich das Richtige ausgerüstet habe. Alles klar. Baba, Bi, baba. Hallo, Bär? Bist du dumm? Bär? Bist du arg dumm? Bee? Oh, fuck, it's a bee! Fuck, it's a bee, dude! Komm doch her, du blöde Kuh. Hat da auch irgendwann mal, ist das jetzt der echte? Ich glaube schon.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich krieg sie nicht aufgehoben. Leute, der Bär frisst uns. Ah! Okay, wartet gut. Nein! Scheiße! Ist er zu Rat geworden, hä? Ich, ja, aber immer wenn ich reinkomme, fistet mich der Bär. Was gehst du auch in die Ecke? Will die Blunz. Ich habe so viel Munition verbraucht für nichts. Bär, bist du draußen? Ich will hier draußen mit dir fighten, nicht da drin. Ich will mich kaputt hauen, nichts üben. Märchen. This is a bee. Bye bye. Oh shit. Ha! Guck, wie es da liegt und voll entspannt ist. Lass mich dich doch retten. Also die Missionen sind echt immer so ein bisschen eklig. Vor allem, wenn man dann in eine Höhle muss oder so. Wo ist hier ein Feind, bitteschön? Warum wird er mir hier angezeigt? Ultra close. Ich will erst den Feind sehen, bevor ich irgendwas mache. Ist der in der Luft oder was? Siehst du gerade auf den Feind, der da ist? Wo ist der? Wo ist der? Hier oben. It's a bee! Geile Idee! Ja! Stehen geblieben, Bär. Dankeschön, Bär. Die Alt. Geil, ey. Machen kaputt den Dreck aus. Alter Wiese im Tunnel, okay. Und von hier oben können wir überall... Leute, das schaffen wir noch, oder? Wir haben noch Zeit. 10 Minuten. Oh, fuck. Kommen wir da hoch? Oh Gott, ich bin so ein Klettermax. Richtig krass. Richtig krass, wie ich wieder am Hasseln bin hier. Ich dachte, die kann man vielleicht auch wegschießen oder kaputt schießen. Aber dann halt doch nicht. Oha. Tschüss, blöde Ratte. Die mich. Oh, fuck. Here are too many of these plants. Fuck! Ah! Die hat mich gebissen. Blade Schlong. Okay, Leute. Das gibt den ultra, ultra Killing Spree Hardcore Dipshit Flug. Alter. Alter. Komm, hier kann ich doch starten. Okay. Das erste ist geschafft. Runter, denn wir wollen Dipshit Hardcore mäßig fliegen, haben wir gesagt. Wir fliegen durch diese Schneise, die man hier ganz klar erkennen kann. Oh Gott. Ich glaube, wir sind doch ziemlich schnell. Oh fuck. Das war Luck, dass diese Spitze nicht... Nein. Bloß nicht darunter. Okay, wir stacken mal dieses Haus aus. Was, dir ist nicht gut? Die Frau, mir ist nicht gut. Ich bin unter... Scheiße, scheiße. Nee, geh nicht dran. Akt erledigt. Hör auf. Grace. Grace, nicht das Auto kaputt machen. Grace, wir gehen hier dran. Okay, wisst ihr was? Wen wir uns jetzt holen? Die Grace hat... Ach, die hat erst einen Kill. Hat die erst einen Kill? Ja, okay. Ich hol sie erstmal nur her. So, wir gucken uns jetzt mal alles von hier weiter weg an. Hier müssen noch mehr sein. Ah, sehr gut. Vor allem die Großen will ich alle sehen. Und die auf dem Dach natürlich auch alle. Bist du da? Da kommt sie. Sie soll jetzt einfach mal den da killen und ich will sehen, ob die dann alle angreifen. Die Jungs. Ja, dann das haben die gehört. So. Sehr schön. Also die macht schöne Einzelschüsse. Oh fuck! Die haben einen Mörser. Bye bye! Schnell, schnell, schnell. Wir dürfen keine. Hello, Bray! So. Mädchen, du machst das, ne? Haben die schon Hilfe gerufen?
glaube nicht. Hallo? Wo ist denn der andere Alarm? Habe ich den nicht eben markiert? Weiß ich nicht genau. Ich bin jetzt. Oh shit. Nein! Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Ja, ändere mal die Position, so viel du willst. Du hast den Alarm nicht aufgehalten, du Nuss. Ich hätte ruhig was machen können. Hätte ruhig helfen können, weißt du, dass das besser über das Ding geht hier. Hallo? Egal, so können wir jetzt immerhin mit dem Mörser auf die Leute ballern. Ich hab gar nicht richtig geaimt. Vielleicht treffe ich ja zufällig irgendwas. Nein, sieht nicht so aus. Bye bye. Oh. Und patsch! Krass, wie Klaus man mit dem Ding auf sich selbst schießen kann. Oh fuck. Neben mir ist einer. Weg von dem Ding. Nein. No. Sehr gut, ich glaube Grace hat's geschafft. Grace, guck mal, der da unten. Hol dir den mal. Mach den mal noch down, bestimmt der letzte. Ich mach den hinter uns down. Skritte! Ach, noch mehr von euch, aha. Ja. Na, hat nicht ganz gereicht, ne? Doch. Grace, davon ist noch mehr. Bye, boy! Kommt ihr noch ein bisschen näher? So, jetzt aber. Da, Grace, mach du den bitte down. Wo ist denn die? Wo ist denn die Grace jetzt hin? Ah, da unten ist sie. Kann den ab. Nice! Sehr schön! Woohoo! Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Kills sie schon hat. Genau, kipp die Scheiße einfach in den Boden. Wir brauchen kein gutes Grundwasser. Mhm. Okay, Grace. 8. Brauchen die nur mindestens 5 oder was? Ich hab's nicht. Wir behalten die auf jeden Fall noch kurz, dass sie mindestens 10 hat. Die Sekte hat in dieser alten Brauerei ihre Drogen gepanscht. Es wird uns eine Menge bringen, dass wir sie von hier vertrieben haben. Außerdem kriegt man ab jetzt hier vielleicht auch wieder ein halbwegs vernünftiges Bier. Ja, Mensch, ja, oder? Verdammt gute Arbeit, Rookie. Thanks, me. So, Jumble verkaufen. Ja. So. Soweit so gut. Um sicher zu gehen, dass die Anlage nicht verseucht ist. Ja, ja. Mhm. Ist hier noch irgendwo eine Mission direkt close? Also, sonst hat da immer jemand direkt dabei, dann irgendwas. Was haben wir denn gehört? Das Wort? Ja. Das zeigt uns einfach die neuen Schreine und Silos an. Hey, macht Arcade Spaß? Keine Sorge, Leute, Arcade-Videos werden auch noch kommen. Vor allem ist das erste Arcade-Video auch im Nachhinein ziemlich abgegangen. Das hat weit über 1000 Aufrufe bekommen, was ja zu den anderen oder im Vergleich zu den anderen Far Cry-Folgen echt macho ist. Und ja. Gut, aber da war ich auch dann ganz vorne mit dabei. Wahrscheinlich war das deswegen so hoch und jetzt ist es, wäre es dann vergleichsweise wieder niedrig. Es ist eigentlich generell so auf YouTube, wenn du irgendwas Neues hochlädst, Teil 1, dann hat er das, dann hat es ultra viele Klicks. Und wenn du irgendwas mit Mehrteilern machst, dann kannst du das eigentlich verhuddeln. Da an Klicks oder an Reichweitenwachstum zuwachs oder so zu denken. So, ich hoffe, sie ist ausgestiegen. Ja, ist sie aber auf den Berg. Sie ist einfach komplett gestorben. Oh, fuck. Und jetzt liegt sie so halb im Wasser. Ich will, dass sie so richtig im Wasser liegt. Papa, my friend. Papa. Seebestattung, wie romantisch. Oh, ja. Nochmal so eine Mission. Leute, in der nächsten Folge machen wir so eine Hardcore-Mission. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.